So. Okay, dann bist du wieder an der Reihe. Genau. Und jetzt denke ich mal, es wird wieder ein Oktopus. Nein! Nein! Ja, genau. Ein Neonhai sogar. Ja, Neonhai. Boah, Mann, hast du ein Glück. Ja, genau. Hey Leute, was geht? Bibi René hier mit Papa Donny. Was geht, Leute? Genau. Und Papa Donny, wir müssen jetzt ganz schnell in die Klinik, ja. Weil unsere Pets, die sind alle krank geworden und wir sind auch krank geworden. Ich weiß gar nicht, wer wen als erstes angesteckt hat. Das weiß ich auch nicht. Ich hab die Übersicht verloren. Mein Oktopus hat ganz dolles Fieber. Deswegen müssen wir jetzt hier ganz, ganz, ganz schnell zur Doktorin. Also, ist schon praktisch, dass jetzt hier alle fertig geworden sind gerade. So, einmal bitte ganz schnell die Premium-Behandlung für meinen Oktopus. Genau. So, mein Deinonychus ist auch. Ah, und er sieht wieder freundlich aus. Ah, sehr gut. Ihm geht's wieder gut. Ja. Und dein Deinonychus auch. Genau. Die sind jetzt wieder gesund. Jetzt können wir Moment, warte mal. Ja? Irgendwie sieht der immer noch nicht hin. Ah, ich muss ihn noch unter die Dusche bringen. Okay. Aber das mache ich dann später. Stinken kann der ruhig. Der soll nur nicht krank sein. Genau. Aber ich glaube, was der noch viel lieber eigentlich wäre als gesund. Also gesund sollte man so oder so sein. Aber ich hätte irgendwann echt gerne mal einen Neon-Oktopus. Ja, okay. Kannst du mir nicht einfach zwei besorgen? Wie viele hast du denn? Hast du nicht schon vier? Ich habe zwei Oktopusse. Ach so, jetzt brauchst du noch zwei weitere. Genau. Ach so, ja. Ich hab... Ja, aber ich kann die doch nicht einfach so besorgen. Die musst du aus den Ocean Eggs ziehen. Ach so. Okay. Aber, können aber wir dann ganz viele Ocean Eggs kaufen? Genau, das wollte ich gerade vorschlagen. Wir können gerne Ocean Eggs kaufen, wenn du magst. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das müssen wir unbedingt machen. Also, genau. Dann lass dir ganz schnell aber, hier rein. Sei nicht traurig, wenn du keinen Oktopus bekommst. Du kannst aber auch als, sag ich mal, als Entschädigung dann auch ein Hai ziehen oder so. Ja, nee, ich will einen Oktopus. Okay. Dann drücke ich dir auch ganz fest die Daumen. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Ocean Eggs. Ich schau mal. Okay, ja, ein paar habe ich auch noch, glaube ich. Aber ich kaufe jetzt auch noch mal welche. Also, was meinst du, wie viele Ocean Eggs brauchen wir so, damit wir einen Oktopus ziehen? Das ist eine gute also, Frage. Also, das müsste auf jeden Fall schon einiges sein. Ja, das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Also, ich habe mir jetzt erstmal fünf Ocean Eggs noch dazu gekauft. Ich glaube... Ah, jetzt habe ich 15. Ja, also... Okay. Ich habe jetzt 20. Vielleicht würde das reichen. Wenn wir Glück haben, vielleicht reicht das ja. Ja, genau. Mal schauen. Und wenn ich jetzt da einen Hai ziehe, dann kann ich den vielleicht auch gegen einen Oktopus tauschen. Okay, ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal genug. Und dann lass uns direkt auch zu mir gehen, weil da... Ja, ist ein bisschen, genau, ist ein bisschen ruhiger als jetzt hier. Ja, genau, weil hier... Ich glaube, wenn du jetzt hier so sofort einen Oktopus ziehst, dann möchte jeder mit dir traden. Ja, genau. Deshalb. Und das will ich wiederum nicht. Also, dann... Oh, jetzt muss ich meinen Ocean Egg erst reinpacken. Oder so, auspacken. Jetzt steige ich mal ein. Damit hier Platz drin ist. So. So, also Platz da. Oh, ein Dodo. Ah, den hätte ich auch gerne, aber der wird nicht ein Ocean Egg sein. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gezeigt habe. Ich habe übrigens auch einen Habaka. Den habe ich auch getradet. Doch, stimmt. Das hast... Ui, was ist denn hier los? Okay. Unfall. Okay, dann müssen wir die letzten Meter zu Fuß gehen. Kein Problem. Und wo ist dein Haus? Wo bist du? Mein Haus ist da vorne. Ach, da vorne, okay. So, dann nehme ich auch mal ein Fahrzeug. Ich park mal. Das kann man gar nicht rückwärts einparken. Aber ja, so kann ich es einparken. Okay, ich bleib dann hier auf der Straße stehen. Ja, das geht auch. Genau. Jetzt habe ich dich zwar zugeparkt, aber wir sind ja in einem Haus. Dann passt das. Ja. Du schenkst mir, wenn du gleich einen Oktopus siehst, dann schenkst du mir den einfach als Wiedergutmachung fürs Zuparken. Dann kann ja, ich damit genau, leben. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt hier hin. Ich habe hier auch direkt eine Pet-Ecke. Das heißt, dann kann mein Oktopus auch direkt essen und trinken, wenn ich den ziehe. Genau. Und sollen wir dann immer nach abwechselnd ziehen? Das wäre cool, ja. Okay, dann würde ich sagen, du fängst an, oder? Ja, ich fange einfach mal an. Und da ist ein... Rochen. Mantarochen. Okay. Ah, okay. Mantarochen. Dann bin ich jetzt mal dran. Genau. Jetzt mal schauen, was ich bekomme. Und ein Delfin. Okay, Der sah erst, dadurch, dass er so einen Boden gesteckt hat, sah der erst aus wie so ein hellblauer Maulwurf. Aber das wäre neu, das Pet. Ja, das stimmt. So, mal schauen, was als nächstes bei dir rauskommt. Und das ist eine Krabbe. Okay. So, mal schauen, was ich jetzt noch rausbekomme. Noch ein Delfin. Noch ein Delfin? Also schöner wäre es, wenn ich mal ein Hai ziehen würde, weil ich habe mein Hai gegen einen Wolf mal eingetauscht. Ja, deshalb...
fehlt dann eigentlich noch ein Hai. Genau. Und noch eine Krabbe. Die nächste Krabbe. Okay. Dann bin ich wieder dran. So, okay, und? Bei mir ist es gerade noch nicht zu sehen. Ah, okay, ein Clownfisch. Clownfisch, ja. Ich wollte schon sagen, ein Neonfisch. Okay, ich öffne das nächste. Ja. Auch ein Delfin. Noch ein Delfin. Okay. Okay, also Delfine habe ich jetzt auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viele Delfine ja, ich habe auch viele Delfine. Also die müssen dann echt mal getauscht werden, glaube ich. Ja, ein Oktopus! Oha! Yes! Ja, cool! Also schau mal, jetzt habe ich hier schon einen. Jetzt brauche ich noch drei weitere. Möchtest du mit mir traden? Weißt du noch, weil als du mich zugeparkt hast, also das möchtest du doch wieder bestimmt wieder gut machen, oder? Krass, ich kann auch einfach umparken. Also, ja, cool, also dass ich den jetzt gezogen habe. Das ist echt cool. Dann haben wir schon mal heute. Der ist ja legendär. Ja, der ist legendär. Das wusste ich ja gar nicht. Also der Hai und der Oktopus, die sind beide legendär. Ach so, okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich kenne mich auch nicht so mit Neon-Pets aus, so wie du, ne? Deshalb, aber. Also das sind die beiden seltensten Tiere aus den Ocean Eggs. Ah, okay. Ja, cool. Also jetzt habe ich einen Oktopus. Ja, ich noch nicht. Aber hoffentlich jetzt. Nein, aber der sei dir natürlich gegönnt, weil auch wenn du dann noch keinen Hai hast, aber dann hast du dafür das andere ultra seltene genau. Tier. Hier ist ein Narwal. Narwal, okay. Jetzt bin ich wieder dran. Mal schauen. Das wäre jetzt super, wenn ich wieder einen Oktopus bekomme. Und es ist ein... Rochen, okay. Okay. Jetzt habe ich insgesamt 6 Rochen. So, was ist bei dir drin? Nächstes Ei. Dauert noch. Okay, Rochen. Noch ein Rochen. Ja. Ich habe ja meinen Neonrochen getradet, aber muss so sagen, der Neonrochen, den fand ich jetzt auch nicht so cool, weil da sieht man fast nichts vom Neon. Ein Seepferd. Okay. Ein Seepferdchen, okay. Ja. Das hatten wir heute auch noch nicht gezogen. Stimmt. Ich glaube, jetzt bald haben wir alle Pets aus dem Ocean Update durch. Genau. Außer den Hai natürlich. Noch okay, ein Delfin. Aber ich glaube, den Hai, den bekomme ich jetzt. Schauen wir mal. Nein, noch ein Seepferdchen. Okay. Okay. Nächstes Ei. Oktopus. Eine Krabbe. Eine Krabbe. Ah, okay. So. Okay, dann bist du wieder an der Reihe. Genau. Und jetzt denke ich mal, es wird wieder ein Oktopus. Nein! Ja, genau. Ein Neonhai sogar. Ja, Neonhai. Boah, Mann, hast du ein Glück. Ja, genau. Ah, schade. Ich habe kurzzeitig auch gedacht, aber ich habe ja gesehen, wo mein Ei war, deshalb. Schade. Das wäre natürlich okay. Krass. Also ich habe noch 7 Eier. Das wäre auch krass, wenn es eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass man ein Neon-Pet sieht. Jo, das wäre richtig cool, Stell mal vor, es gäbe Eier, wo man nur Neon-Pets dran ziehen könnte. Boah, Neon-Eier. Aber die Eier, die müssten dann auch 5000 Bucks kosten. Ja, das glaube ich auch. Also die wären dann schon mega teuer. Und? Okay, bei mir ist das gerade noch nicht zu sehen. Okay, jetzt ein Narwal. Narwal, okay. Ja, es bleibt dabei, der Hai ist das einzige Pet, wenn ich jetzt gerade kein Pet vergessen habe, was wir noch nicht gezogen haben. Und ich habe das nächste Seepferdchen. Also bisher bin ich noch nicht so überzeugt. Ja, also ich habe jetzt schon mal Glück gehabt mit dem Oktopus. Ja, also bei so 10, 15 Eiern einen Oktopus drin haben wir schon. Ja, stabil. Genau. Oh, okay, noch mein Rochen. Ja. Okay, jetzt habe ich noch 5 Eier. Wie viel hast du noch? Du hast wahrscheinlich 5 mehr. Schauen wir mal ganz kurz. Ich habe 10 Eier. Ja, okay. Da muss jetzt noch was kommen, Leute. Also... Okay. Sollen wir es ein bisschen spannender machen? Und jetzt machst du noch auch die Reise, also bis du nur noch 5 Eier hast, die machst dann alle auf, dass wir dann alle wieder abwechseln machen können? Ja, können wir gerne machen. Okay. Also 4 Eier jetzt direkt hintereinander aufmachen, da habe ich natürlich nichts gegen. Da muss man nicht so lange warten. Machen wir das Ganze mal auf. Und? Noch eine Krabbe. So, was hast du noch? Noch ein Narwal. Noch ein Narwal, ja. Also, ich will mich nicht beschweren, auch alles cool. Ja, ich also, das, wenn man so ein bestimmtes Pet will, dann, dann will man natürlich auch nur das. Ja, genau. Okay, die Krabbe nochmal. So, das ist jetzt mein 6. Das heißt, das öffne ich noch und danach wieder abwechseln. Genau. Und wieder eine noch Krabbe. Noch eine Krabbe. Okay. Okay. Okay, jetzt bin ich hier dran. Ja, dann ich habe jetzt einfach 18 Krabben. Das riecht ganz stark Krabben. Nach einer Mega-Neon-Krabbe. Ja, das riecht ganz stark danach.
Und, was ist es jetzt? Auch wenn wir also, ich sehe es noch nicht. Okay. Ach, da, okay, jetzt ein Delfin. Okay. Ja. Man hat immer die Hoffnung, dass, weil es so lange dauert, noch ein legendäres Tier rauskommt, aber... Man hofft, dass das daran liegt. Ja, aber so ist es. Was habe ich denn heute mit den Krabben? Oh. Also, auch cool, aber... Ja, ja okay, aber natürlich, ja, wenn du einen Oktopus haben möchtest, dann, ist, dann nervt das so, wenn die Krabben immer kommen. Mhm. Okay, das ist jetzt... Okay, ich habe wieder einen Narwal. Okay, mein viertletztes Ocean Egg. Also, ich habe ja nichts dagegen, wenn die Oktopusse als letztes kommen, aber so langsam... Tatsächlich! Da ist er! Boah! Sehr gut! Ja, richtig cool! Da ist er! Oha, richtig gut! Ich hab's einfach nur sagen müssen, dass ich einen Oktopus will. Ja. Und dass sie am Ende kommen müssen. Dann kommt er auch. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Also, jetzt fehlt doch nur noch einer. Dankeschön. Und einen hab ich ja. Ja, also, hast du Lust zu handeln? Kommt doch mal, was ich hier in nächsten Eier noch drin habe. Genau, wir schauen erstmal nach, was in den letzten Ocean Eggs kommt. Noch ein Narwal, okay. Also von denen habe ich auch einige, also auch mittlerweile 8 Stück. So, jetzt einfach noch ein Oktopus und die Welt ist gut. Okay, noch ein Rochen. Also ich würde mich mega über einen Hai jetzt noch freuen. Ja, das glaube ich, den hatten wir bisher noch gar nicht dabei, ja, genau. Aber gut. Zweimal dafür den Oktopus, da will man sich nicht beschweren. Auch das ist auch noch ein Rochen. Ja. Dann das. Bei mir ist das vorletzte Ei jetzt an der Reihe. Okay, ja. Bei mir ist es jetzt das letzte. Noch ein Delfin. Okay. Okay, Leute, jetzt die Daumen drücken und hoffen, dass es ein Hai wird. Puh, dann nochmal dafür im Kreis drehen, dass es ein Hai wird. Ich glaube, das bringt mir schon Glück. Ja. Und let's go. Ah, ein Narwal. Schade, ein Narwal zum Ende. Aber okay. Ich glaube, der ist echt mit Abstand der häufigste. Ja. Obwohl die Krabbe aber auch sehr häufig ist. Ja, stimmt, da bei die Krabbe, dir. Ja. Okay, also du hattest ja die Krabbe extrem oft. Ja, okay, jetzt. Okay. Mal schauen, was du mein jetzt letztes noch... Ja. Also. Und eine Krabbe. Na klar, dass zum Abschluss nochmal eine Krabbe kommt. Ja. Okay, meine 20. Krabbe habe ich jetzt, aber dafür habe ich auch meinen dritten Oktopus. Also ich muss sagen, die Ausbeute war trotzdem in Ordnung. Reicht zwar noch nicht für einen Neon-Oktopus, aber den dritten, den nehme ich auch gerne. Ja, also ich habe ja noch einen. Mhm. Ja. Das ist nur gut, dass du das ansprichst. Ja. Hast du Lust, ich hab hier ein mega seltenes Tier, und zwar ein Fennec Fox, möchtest du den gegen Oktopus tauschen? Ja, klar. Ja, dann. Nein, natürlich nicht. Versuch was. Ja. Nee, okay, zeig mal, was hast du denn noch da? Ich meine, du hast noch einen Yeti, oder? Ja, einen Yeti habe ich tatsächlich noch. Ich glaube, du hast sogar 2 Yetis, oder? Nein, ich habe nur einen Yeti. Okay, also, ich muss sagen, ich finde den Yeti auch richtig cool. Und, Ich wäre bereit, natürlich den Yeti gegen den Oktopus zu tauschen, wenn du das möchtest. Ja, da sage ich natürlich nicht nein. Ja, dann lass mal dann traden hier. Dann können wir das gerne machen. Das finde ich natürlich super. So, und den hier rein. Also, da muss ich mal schauen, wo der Yeti, genau, da ist der Yeti. So, akzeptieren, yes. Immer näher ein Oktopus. Ist in Sicht. Genau. Ja, und wenn das für dich auch cool ist, dass der Yeti dir mindestens genauso viel wert ist wie der Oktopus, dann haben wir ja beide. Also ich finde den Yeti auch ziemlich cool, genau, deshalb. Okay. Und ich möchte dir auch natürlich eine Freude machen, damit du deinen Neon-Oktopus hast. Deshalb. Das hast du auf jeden Fall. Okay, vielen, vielen Dank. Dann habe ich auf jeden Fall. Ja. Obwohl es ja am Anfang nicht so gut aussah, trotzdem alles, was ich wollte. Genau. Und dann würde ich sagen, dann verbringe ich jetzt noch ein bisschen Zeit mit meinem Oktopus und ich mit meinem Yeti. Genau. Und Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, welches Pet fandet ihr aus dem Ocean Update am besten? Ich glaube, das haben wir schon mal gefragt, aber schreibt es gerne nochmal rein. Mhm. Findet ihr den Oktopus? Also da kann ja eigentlich die Frage nur sein, ist der Oktopus besser oder der Hai besser? Also schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann... Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Genau. Ciao.